Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wir sind heute wieder als Killer unterwegs und ihr seht's, wir sind mit dem Hillbilly unterwegs. Und wir spielen den eigentlich so wie immer, würde ich sagen. Wir wurscheln da gar nicht groß jetzt rum. Wir haben unser Tuning Guide drin, wir haben unser Primer Vibe drin, einfach für die schnelle Kettensäge. Enduring, Deerstalker finde ich immer noch klasse. Barbecue Chili und Nurse Calling ist sowieso ein Muss, keine Frage. Generell können wir jetzt hier auch ein bisschen Punkte ausgeben, um vielleicht mal ein paar andere Perks noch auszuprobieren. Ich würde aber quasi eine Blutparty reinschmeißen und deswegen müssen wir noch ein paar Blutpunkte ausgeben, weil wenn wir so eine 30.000, 35.000 Blutpunkte Granate hinlegen und wir haben eine Blutparty Barbecue und Chili und da hat vielleicht noch jemand eine drin, dann haben wir schon mehr als diese 100.000 oder die 80.000 gar, die uns übrig bleibt. Das heißt, wir geben mal so auf 850.000 Blutpunkte runter, dass wir halt keine Blutpunkte verschwenden, wenn es halt ein brutal gutes Game wird. Wir schauen mal, das machen wir hier fix. Was haben wir hier an Perks? Lobby Butchery ist absolut uninteressant. Auch wenn unser Ziel ist, sowieso alle Perks auf ihn zu haben. Das heißt, wir werden sowieso brutal überleveln, den Kollegen hier. Aber es muss jetzt auch nicht so krass verschwendet sein. Na, jetzt schauen wir einfach mal. Wir nehmen wieder, wie immer, halt den günstigsten Weg, den wir haben. Deswegen hauptsächlich graue Sachen und so, weil Addons interessieren eher nicht. Außer die, die halt gut sind. Hier könnten wir Predator nehmen. Ja, weiß nicht. Ja, komm, nehmen wir Knockout auf 3, was soll's. Na, würde ich sagen, machen wir einfach, komm, wir geben einfach, wir gehen auch weiter als 850.000, wir machen jetzt einfach das Level noch voll und dann ist cool. Speed Limiter, ihr wisst meine Meinung zum Speed Limiter, immer schön vermeiden, das ist wirklich ein Addon, das braucht ihr auch in gar keinem Fall. So, 28.000, das passt. Und dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns gleich auf der Map mit unserem Build, so wie immer halt. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Gashaven, Autohaven, Wreckers. Ist jetzt eine Map, die ich als Hillbilly nicht ganz so gerne sehe, aber wir schauen mal, ob wir das hier trotzdem für uns gewinnen können, das Game. Oh, so schon mal nicht. So schon mal ganz sicher nicht. Wir haben auch die Variante mit dem ekligen Berg, das finde ich nicht ganz so cool. Also wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier irgendwen finden. Hier war jemand. Der muss hier eigentlich noch hinten dran sein. Ja, da haben wir ihn auch schon gesehen. Wir faken das rote Licht. Und zimmern hier erstmal eins rein. Sie hat, okay, gut zu wissen, Iron Will. Da vorne ist sie, okay. Jetzt könnten wir mit der Kettensäge aufholen, aber meistens habe ich das Gefühl, dass der Cooldown schlecht für uns ist. Hier ist ja auch jemand am Generator. Vielleicht können wir den noch überraschen. Ne, er ist auch abgehauen. Gut, jetzt haben wir sie im Normalfall. Hier rechts dürfte nichts sein. Ne, haben wir, wunderbar. Nummer 1 hängt und jetzt schauen wir mal, dass wir das hier eskalieren lassen können, wie ich es immer so schön sage. Wir könnten eigentlich den Keller nutzen. Hier ist auch nicht die Palette, wunderbar. Der ist auch schon an der Chen. Also wir wissen, es sind Minimum 2 Leute close. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier in der Nähe vom Keller bleiben. Und, also Barbecue Chili, ja, wir sehen es. Wir sind alle close. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was wir so reißen können hier. Hier ist gerade schon einer reingesprungen, jawohl. Nein, ich habe die natürlich nicht gesehen, so ein Quatsch. Wenn es gut läuft, können wir die Palette jetzt hier wegbaiten, weil dann stört die uns später schon mal nicht mehr. Er hat sie nicht gezogen, interessant. Wow! Das war ein Fail! Holy crap! Das war richtig scheiße von mir. Das war richtig, richtig scheiße. Ich meine, ihr könnt es ja selber sehen. Das Gute ist, wir haben jetzt zwei Leute hier im Schlepptau und jetzt haben wir ihn auch down. Außer wir hätten es nochmal gefailt, aber mit dem Schwinger schaffen wir das. So, und sobald wir sie jetzt aufheben, wird einer in den Keller rennen im Normalfall. Okay, macht er nicht. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon mal ziemlich safe zwei Leute hier gekillt und haben das ultra geslowt. Also, wenn wir jetzt den Keller verteidigen, was soll noch passieren? Okay, wir sehen jetzt hier einen. Können wir hinfahren, dass wir einfach nicht so krass campen. Der eine hat sich jetzt holen lassen. Weiß nicht, warum sie der andere sterben hat lassen. Das habe ich nicht verstanden. So, und jetzt schauen wir einfach mal, was wir machen können. Komm. Oh ja, er zieht die Palette. Das war perfekt. Wir lassen Haki, glaube ich, auch jetzt erstmal laufen und versuchen mal mit der Kettensäge jetzt einen Billy zu kriegen. Wir schauen einfach mal. Weil er muss sich heilen und dadurch holen wir wieder am meisten Zeit raus. Weil die meisten machen kaum Generatoren, sondern heilen sich alle immer erstmal. Und ich finde, das ist meistens sogar schon fast ein Fehler. Wenn man sich sicher ist, dass man sowieso nicht gefunden wird oder generell jetzt erstmal ein anderer verfolgt wird, kann man ruhig die Zeit nutzen, die man hat.
Und kann auch noch Generatoren weiter durchziehen. Aber, ja, also ihr habt es gesehen, er hat sich jetzt die ganze Zeit mit Selfcare geheilt. Es war wieder nur eine am Gen maximal. Und das ist halt nicht so gut, ne? Wissen wir alle mittlerweile. Oh, ich dachte, da hätte ich durchfahren können. Das hat mich jetzt etwas verwirrt. Es sind beide dahin, sonst wäre der Generator nicht angesprungen. Ernsthaft? Wir können... Wo sind die hin? Ich bin brutalst verwirrt. Ich bin wirklich brutalst verwirrt. Die waren doch beide da hinten am Gen. Sie könnten jetzt da acht da hinten gegangen sein, um den Generator zu machen. Das wäre schlecht für uns. Oder sie versuchen gerade an uns vorbeizulaufen. Darauf spekuliere ich gerade, dass sie hier irgendwo... Da ist er. Dass sie im Gras sitzen und darauf spekulieren, dass wir vorbeilaufen. War dumm, war ein bisschen voreilig. Ich dachte, wir könnten sie vielleicht. Ihr war das rote Licht egal, oder was? Ich wäre genau in meine Arme gelaufen. Jetzt bin ich verwirrt, aber okay. Solche Leute gibt es auch, die da gar nicht drauf achten und da quasi immun gegen sind. Sagen wir es einfach mal so. Okay. Wir hätten da jetzt auf jeden Fall einen Hit setzen können. Ich vergesse gerade ein bisschen, dass wir Enduring haben, um ehrlich zu sein. Und... Ah, vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich. Ich weiß gerade gar nicht. Sind wir mit der Kettensäge schneller als mit der Animation? Mit den Add-ons? Ich bin mir echt nicht sicher. Der andere wurde bis jetzt geheilt, also auch noch sehr gut für uns. Jetzt ist die Frage, wo ist hier hin? Ah, da. So, und jetzt sollten wir sie langsam kriegen, denke ich. Generell sollten wir das Game auf jeden Fall für uns entscheiden können. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, um ehrlich zu sein. Okay, sie hat noch ein, zwei Paletten. Die hier steht nicht. Okay, das ist gut zu wissen. So, Bloodlust, wie gesagt, bringt uns eigentlich fast nichts mehr. Leider. Was sie da macht, verstehe ich gerade nicht so ganz. Das hat ihr jetzt überhaupt keine Zeit gebracht, eigentlich, außer die 2 Sekunden halt. Und sie hat sich das Fenster gesperrt. Das habe ich nicht verstanden. So. Was treibt sie jetzt? Hamba. So. Ich drehe mich natürlich voll zur Taschenlampe. Ich dachte, ich drehe mich von der Taschenlampe weg. Ach, verdammte Axt. So, Moment mal. Links von uns. Wow, was war das denn von ihr? Sie hat einfach nur die Maustaste drücken müssen. Oder in ihrem Fall wahrscheinlich die Leertaste. So, wir sehen den Billy und wir wissen, dass die Taschenlampe hinterm Haus ist. Das ist wunderbar. Kein Mensch macht Generatoren. Das ist toll. Das freut mich. Schauen wir mal. Hi, Williams. Wo bist du denn? Padam pam pam, er ist nicht mehr da. Egal, die Taschenlampe war hinterm Haus. Wir können jetzt hier quasi, wir wissen, sie machen keine Generatoren weiter, was halt echt super ist. Sondern sie schimmeln hier ab und warten halt drauf, dass sie unbedingt den Rescue kriegen. Und dadurch haben wir alle Zeit der Welt. Zumindest baue ich jetzt da gerade drauf, weil so haben sie sich vorher auch verhalten. Das heißt, wir können hier Zeit rausholen, indem wir einfach nur hier rumlaufen und gucken. Genau, jetzt haben wir schon wieder einen entdeckt. Wunderbar, wir könnten, ah, beide sogar. Und ihr seht's, also wir haben alle Zeit der Welt. Wir können jetzt auch hier so einen Quatsch machen. Und irgendwann, wenn der Zeitpunkt halt kommt, so wie jetzt, die Säge einsetzen. So. Und jetzt ist die Frage, wo ist sie hin? Und ihr seht's mal wieder, wie wichtig es ist, auch als Survivor einfach Druck aufzubauen. Das müsst ihr halt dringend machen. Ah, das war viel zu früh hingeguckt. Das war dämlich von mir. Ich wollte einen Schwinger durch die Palette machen und so funktioniert das aber definitiv nicht. So. Wow, das haben sie hart vergeigt. Und halt einfach nur, weil sie halt unbedingt da den Anhook machen wollten. Das ist halt Quatsch. Wenn ich Borrow Time habe, kann ich sowas forcieren, aber eigentlich sollte Minimum immer eine Generatoren machen. Weil ich hatte, wie gesagt, ich wusste ungefähr, wie sie spielen. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal beobachtet. Oh, nice. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Er kann jetzt hier anhocken, auf jeden Fall. Oder er ist egoistisch und geht nicht zum Anhook. Interessant. Warte mal, er lag hier, ist aufgestanden. Hat er die Luke hier oder was? Also er hat Unbreakable dabei gehabt. Und er hat scheinbar echt die Luke gefunden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das heißt, es wird kein 4K.
Ich war mir eigentlich sicher, dass wir jetzt keinen 4K mehr kriegen. Wir haben aber, glaube ich, auch generell wenig Punkte bekommen, weil die keine Unhooks bekommen haben. Klar, wir waren auch immer in der Nähe. Aber wir haben halt ihre Schwäche gesehen und ausgenutzt. Und haben somit alle bekommen. Kostet uns aber ein paar Blutpunkte. Also ich sag mal, wir haben nicht mehr als 20.000. Leider. Das heißt, es waren zwei Blutpartys drin und Barbecue und Chili. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so an der 100.000er Marke kratzen. Aber wir hätten deutlich mehr Punkte machen können, wenn wir nicht so krass am Generator geblieben wären. Am Haken. Das auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, Schwäche gesehen, ausgenutzt und dadurch das Game für uns entschieden auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, das war eine ganz gute erste Runde, auch obwohl ich mich da so komisch flicken habe lassen. Oh, wir haben nicht mal die 100.000er Marke gekratzt. Jetzt seht ihr es gleich. Wir haben echt wenig Blutpunkte gemacht. Obwohl, 22.000 hatte ich richtig. Oh ne, passt. Alles gut. Okay, alles cool. Wir sagen noch good luck, have fun, next one. Und dann würde ich mich verabschieden. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns auf der Next Map. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Grim Pantry im Backwater Swamp. Es soll wohl heute nicht sein, dass wir Spaß haben. Schauen wir mal. So, tüdelü. Oh, hi. Da haben wir gleich jemanden gefunden. Das war jetzt lucky. Er wartet da, okay. Das war gut für uns. Rechts raus, alles klar. Nicht schlecht. Ich glaube, wir sind mit Zertreten schneller mittlerweile. Die Animation ist, glaube ich, schneller als eine schnelle Kettensäge. Okay, er wastet ultra viele Paletten. Auch wenn wir jetzt nicht kriegen, ist es nicht schlecht für uns, weil er kette uns, er loopt halt kaum. Das heißt, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich nice. Weil er lieber die Stun-Punkte haben will, was für seine Mates jetzt im Endgame dann echt scheiße ist. Auch hier wird er wieder runterziehen. Okay, diesmal nicht. Jetzt zieht es runter. Wow, das ist perfekt für uns. Ohne Mist. So, wir haben jetzt schon... Durch wie viele Paletten uns geschreddert? Durch 5? Das ist ja verrückt. Wenn es so weitergeht, gibt es gleich keine mehr. Und Enduring, wie immer, vollkommen egal mit den Stunts, ne? Muss man dran denken. So. Wunderbar. Hier hätten wir noch eine gehabt. Okay. Gut zu wissen. Wo sind? Links. So, und jetzt schauen wir mal. Also, wir haben gesehen, eine war schon close. Das haben wir mitgekriegt. So. Und die sitzt hier rechts. Alles klar. Hallo! Ich dachte, ich krieg sie, weil sie so spät losgelaufen ist. Sonst ziehen wir normalerweise die Kettensäge nicht durch. Aber in dem Fall, naja, schauen wir einfach mal. So. Links, alles klar. Gerade noch so aus dem Augenwinkel gesehen. Und jetzt ist sie weg. Wow, wie das denn? Ach, über uns. Sie war wahrscheinlich genauso verwirrt wie ich. Ich hatte jetzt gerade keine Dunst, wo ich hingehe. Wow, nicht schlecht. Okay. Wo ist sie hin? Der andere wurde jetzt erst geholt. Das heißt, sie machen relativ aggressiv Generatoren. Müssen wir uns merken. Ah, da. Okay, Scratch Max. Hallo! Das ist nett von dir, dass du dich direkt unter einen Haken legst. Das finde ich toll. Ich glaube, sie hat Dead Heart. Nein, hat sie nicht. Okay. Dann hängen wir sie mal da oben auf. Und ich glaube, diese Runde wird nichts. Wir zögern hier. Also, was heißt, wir zögern? Wir brauchen zu lange. Einfach. Oh Gott. Naja, gut. Naja, wir haben hier oben. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie wir noch groß Druck aufbauen können. Das ist gerade ein ernstes Problem. Weil wir hier auch einfach nicht vernünftig rumfahren können. Die machen hier einen Stern nach dem anderen und die machen es halt richtig. Also, die lassen die Leute mal baumeln und machen hier keine großen Sparenzchen.
Nein, ich hätte ihn auf jeden Fall gehabt, wenn ich nicht nach Nils gefahren wäre. Das war richtig, richtig dämlich. So, er weiß, wie man shoot. Okay, das Ding hat sich gegessen, wir haben es verloren. Schade drum. Aber gut, was will man machen? Kann durch, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wo er ist. Ah, okay. Fenster geblockt. Ah, da ist er. Wunderbar. So, und jetzt faken wir ihn. Aber ja, ihr seht's, wenn wir einen Kill kriegen, ist es gut. Obwohl wir keine Paletten mehr da haben, die Map ist einfach räudig, in meinen Augen. Rechts, nein, links, alles klar. Und ihr seht's, wie man auch Jungle Gyms, das ist ein super Beispiel, wie gut man Jungle Gyms auch als Survivor ausnutzen kann. Man braucht nicht unbedingt eine Palette, immer dran denken. Das hat er viel zu früh gemacht, das war, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. So. Aber er hat halt, also seinen Job sehr, sehr gut gemacht, keine Frage. Wir werden keinen Kill bekommen. Außer er war gerade am Struggeln schon, aber wir kriegen keinen mehr. Schade drum. Nee. Das seht ihr ja, also das Ding ist gegessen, der Drops ist gelutscht. Vielleicht schaffen wir es nochmal einen an den Haken zu... Nee, okay. Komm, können wir knicken. Sie kriegen wir auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt links einen Ausgang, rechts einen Ausgang. Sie droppt runter für uns, das war nett. Okay, okay, vielleicht doch noch nicht alles verloren. Schauen wir mal, ob links der Ausgang angefangen hat. Ja. Hallo? Hallihallo. So, hier war die Luke, gut zu wissen. Interessant, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt hier nochmal so eskaliert, um ehrlich zu sein. Auf keinen Fall hätte ich das gedacht. Dann schauen wir mal, wo der Letzte ist. Der Letzte geht zum... der am längsten struggelt. Macht Sinn. So, und er will seine Mates noch befreien, was auch Sinn macht. Das war nicht clever von ihm. Schauen wir mal, ob wir das noch... inwieweit wir hier noch was machen können. Ich bin echt gespannt. Oh, krass. Ernsthaft? Den habe ich nicht mehr bekommen? Das ist verrückt. Oh, okay. Borrow time. Ja, wie gesagt, also selbst wenn wir jetzt noch hier Frags holen, wir haben es halt auch einfach nicht verdient. Ne? Müssen wir ganz ehrlich zugeben. Wie gesagt, wir haben jetzt noch unser Maximum rausgeholt, was ging. Das war nicht schlecht. Vielleicht hätten wir es jetzt besser verteidigen können, aber man will ja auch nicht zu hart campen. Das ist ja dann das Nächste. Oh, das ist nett von ihr. So. Jetzt nehmen wir einfach ihn hier und einen Kill kriegen wir also noch. Wunderbar. Der andere kann rauskrabbeln, aber hey, was soll's. War eine schlechte Runde und das müssen wir auch zugeben. Und das ist halt dann einfach so, mein Gott. Also sie kann auf jeden Fall rauskrabbeln, die kriegen wir nicht mehr, oder? Nee. So, wunderbar. Chichi war spannend. Auch wenn es halt nicht zu unseren Gunsten rauslief. Aber was soll's. Ich glaube, ein Pip haben wird trotzdem, glaube ich. Ja, denke ich mal. Aber würde mich wundern, wenn nicht. Waren halt sehr gute Survivor, haben sich super abgesprochen. Wir haben das Maximum rausgeholt, in meinen Augen. Was möglich war. Jo. Wunderbar. Nachdem das jetzt aber sehr kurze Matches waren, würde ich sagen... Oh, okay, kein Pip. Da habe ich mich krass überschätzt. Nachdem es jetzt sehr, sehr kurze Matches waren, würde ich sagen, wir hängen noch eins dran. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen in dem Suffocation Pit der Macmillan Estate. Ich glaube, mir gefallen grundsätzlich einfach keine Maps mit dem Billy. Weil ich würde sagen, das ist jetzt auch keine geile Map für uns. Vielleicht liegt es auch einfach an mir und nicht an den Maps. Wir schauen einfach mal. Wir fahren mal. Hier ist keiner. Jawohl. Objekt Nummer 1.
Habe ich nicht verstanden, wie er da gelaufen ist. Aber nachdem da ja schon jemand war... Ja. Hi. Was hat denn der jetzt gehabt? Ein Sprintpass oder wieso rennt der so schnell? Ist mir ernsthaft, wieso... Der Kollege ist zu schnell. Das hat gereicht, der kleine Fake. Der konnte sich nicht so schnell umdrehen. Enduring ist uns egal. Aber wo will er hin? Und jetzt haben wir ihn eigentlich. Oder wir unterbrechen den Heal, das ist jetzt die Frage. Nee, komm, wir nehmen ihn. Das Problem ist, er liegt ja wieder in der Palette und wir werden halt einfach gestunt, ne? Und das ist halt dann scheiße. Wow, wer hat denn das geschafft, die Scratchmarks so anzufaken? Das habe ich nicht verstanden. Das sollte reichen, oder? Für einen Schwinger, reicht das? Ja, wunderbar. So. Und jetzt haben wir im Endeffekt von vornherein drei Leute rausgenommen. Aber ihr habt es gesehen, sie machen trotzdem direkt neben uns Generatoren weiter. Was bedenklich wird, also... Klar, so sollte man spielen als Survivor, keine Frage. Aber ich glaube, das wird wieder ein sehr, sehr schwieriges Match. Trotz der sehr guten Starts. So, Nummer 2. Schauen wir mal, da ist der Keller, aber den wollen wir nicht. Ich würde gleich den hier aufhängen und dann können wir den Generator gleich da mischen. Aber erstmal durchgucken, wo ist wer. Es geht keiner zum... Es war schon jemand da, okay. Aber der andere nicht. Der andere ist dann dementsprechend close hier. Ist nur die Frage, wo? Sie haben noch... Ah, hi. Sag ich, ja. So, da hinten haben wir noch einen Haken. Wunderbar. Das läuft jetzt tatsächlich schon mal bedeutend besser als das Game vorher. Ich denke, aus einem sehr offensichtlichen Grund. Da konnte ich mich jetzt nicht durchmogeln. Oh, okay. Hi. Der andere sitzt an dem Chen. Ah, die macht gerade einen Generator. Ne, macht sie nicht. Okay. Da ist sie. Hi. Was? Was war das für ein Block? Hat sie mich, jetzt gerade weggeblockt? Ernsthaft? Also ja, ich meine, ja klar, das können Survivor, keine Frage, aber richtig gut gemacht halt. Der hat mich tatsächlich auch richtig weggeschoben. Fand ich nice. So, und jetzt müssen wir eigentlich wieder nur, wie immer, den Zulauf hier zustellen, dass hier keiner durchkommt. Und die Zeit schenken sie uns gerade, ja. Die Palette hat er mir auch geschenkt. Schau, was macht die Rothaarige? Die hätten halt einen weißeren Bogen laufen müssen. Ah, hi, da ist er. So, jetzt geht's zum Unhook. Wir haben genug Zeit rausgeholt, also wirklich genug. Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich wäre es cleverer, wenn wir jetzt halt weiterhin den Zugang zustellen würden. Ja, dann hätten wir zwei sichere Frags. Aber dann heißt es wieder Camper, bla bla bla, hin und her. Und wir können es jetzt immer noch unterbrechen. Also, wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Five-Man mit 5 Generatoren. Four-Man, 5. Ihr wisst, was ich meine. Schlimm. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Deswegen. Mein Gott, was soll's? Ich hab mir schon fast gedacht, dass sie das jetzt vergeigen. Er läuft nicht, okay. Dann hängen wir ihn direkt auf. So ist er jetzt auch tot. Also alles cool. So, der andere wurde geholt. Er ist down. Nice, er wird geheilt. Ach, und es läuft echt super. Also wir haben wahnsinnig viel Druck gerade, das passt. Rotes Licht verstecken. Hier sind sie, wunderbar. Hallihallo. Den Dwight würde ich mir gern wieder vornehmen. Der wastet immer ein bisschen Paletten. Oh, diesmal hat er es geahnt. Nice. So, und wie gesagt, wir haben auf jeden Fall jetzt eine sehr gute Voraussetzung, dass wir das Game jetzt hier holen. Okay, verstehe ich. Hi. War ein bisschen Quatsch, was wir jetzt gerade gemacht haben, weil der Faker hat so nichts gebracht.
Ich dachte eigentlich, wir kommen schneller ums Haus rum, aber gut, so ist es jetzt. So, und er hält uns jetzt länger hin als gedacht. Er ist nicht so schlecht wie ursprünglich gedacht. Am Anfang hat er wahnsinnig schlecht gespielt. Macht er jetzt besser. Deswegen habe ich mir den Dwight eigentlich als Ziel rausgesucht, weil der war vorhin echt räudig. Aber jetzt hat er dazugelernt, immerhin. Vielleicht auch nicht. Nee, hat er echt nicht. So, die Palette machen wir weg. Dann schauen wir mal. Dwight, 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 ich hänge ihn mal hier hin. Okay, sie ist hier. Ah ja, der andere ist da hinten. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir unterbrechen den da hinten. Hallo! Dann wird der Dwight geholt, aber das ist okay. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass er die gleich runterzieht. Ja, ich wollte es gerade sagen, also die einzige Chance, die er jetzt noch gehabt hat, war direkt durchs Fenster zu gehen und durch den roten, durch den Red Light Fake. Ja. Also er hatte sich in eine Situation manövriert, die er nicht mehr abwenden konnte. Außer er hätte uns gereadet mit dem Fake, dann ja. Aber so. Hallo Dwight. Na du, wieso läufst du noch und rennst noch nicht? Glaubst du echt, ich habe dich nicht gesehen? Hä, was macht der da? Macht sowas auf keinen Fall nach. Er hat sich jetzt gedacht, oh, ich löse den Sprintburst erst aus, wenn er close bei mir ist. Macht überhaupt keinen Sinn. Nimm deinen Sprintburst gleich und bring möglichst viel Fläche, möglichst viel Strecke zwischen euch. Da macht es viel mehr Sinn. Habe ich absolut nicht verstanden. Die Palette wegzumachen war jetzt auch nicht so clever, aber ja, wo will er hin? Er hat ja nichts mehr. Hat er Dead Heart vor? Nee, ne? Nee, hat er nicht. So, und sie haben wir da hinten an dem Chen gehört. Das heißt, wir schauen mal, ob sie noch da ist. Ja, ist sie noch. Wunderbar. Hallihallo. Dein Sprintburst war auch von Arsch. Aber sie hat jetzt wenigstens richtig, man ist gleich losgesprintet. So. Und damit haben wir unser 4K. Wunderbar. So kann es öfters laufen. Wir haben die Stalker, also der Dwight kann uns auch nicht wegkrabbeln. Alles cool. Es war jetzt ein schöner Abschluss. Das Match hat mir deutlich besser gefallen als das davor. Aber es war halt einfach wieder eine unabgesprochene Gruppe, ne? Gegen Survivor Friends wird das Game halt erst richtig interessant, weil da spielst du halt dann gegen Leute, die wirklich den Run optimieren und du kannst halt, du musst auch wirklich, jede Entscheidung zählt dann. Gegen eine Gruppe, die ihre Zeit perfekt optimiert, musst du halt deine als Killer auch perfekt optimieren und wenn du das nicht kannst, hast du verloren automatisch. So wie jetzt wie auf dem Sumpf zum Beispiel. Klar, am Ende ein bisschen gezielter campen, dann hätten wir noch mehr rausholen können, aber ich hatte das Gefühl, wir haben es nicht verdient, deswegen haben wir das nicht gemacht. So. Jetzt können wir noch ein bisschen Chainsaw-Punkte mit raushauen. Und das gab jetzt richtig viele Punkte. Also jetzt, glaube ich, kratzen wir an der, also auf jeden Fall nur der 20.000er Marke. Oder? Ja, 30.000 Punkte könnten wir gemacht haben, mal 4 sind 120. Ja. Sollte sich gelohnt haben. Lass mal gucken. GG. Nee, doch nicht so viel. Aber okay. Wir haben hier 27, war noch keine 30.000. Naja, 110.000 ist okay. Aber deswegen gebe ich vorher immer Punkte aus, ne? Ihr wisst ja. So, zwei Pips, wunderbar. Das ist ein richtig schöner Abschluss für die Folge. Hillbilly hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich versuche jetzt wieder so ein bisschen, weil ich gesehen habe, dass die Nurse Games ein bisschen überwiegen. versuche ich mal wieder so ein bisschen eine Reihenfolge vielleicht auch reinzukriegen. Mal schauen. Und ja, ich würde sagen, Dead White war Rang 2. Also so hat er auf jeden Fall nicht gespielt. Weil der Rank Reset war gestern, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, wann der Rank Reset war, also wie ich das jetzt aufgenommen habe. Das heißt, er hat ultra krass gesucht, ist schon wieder, damit er auf Rang 2 ist.
Naja, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Sinne, haut rein, habt viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.